Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin Produktexperte hier bei der Société Générale für Zertifikate und Optionsscheine. Heute Abend ein etwas anderes Format als gewöhnlich. Wir machen weniger Trading, wir machen mehr Trader-Coaching. Und wen anderes außer Dr. Raimund Schrieck sollten wir hierfür eingeladen haben? Ja, ich bin sogar stolz darauf, dass wir hier einen Wissenschaftler haben, der an verschiedenen Universitäten studiert hat, unter anderem Biochemie, Stressforschung, Neuro- und Ernährungswissenschaften und unter anderem aus auch Wissenschaftsmanagement. Und nebenbei hat er auch noch zwei Bücher geschrieben, besser mit Behavioral Finance und Du bist Trader. Und ja, mit dem Wissen, ja, hat er sich aufs Trader-Coaching spezialisiert. Und was ich besonders schön finde bei ihm, es ist ein spannender Mix aus fundierter Theorie und konsequenter Orientierung an der Praxis. Und ja, an dieser Stelle freue ich mich ganz besonders auf das Thema, das er heute mitgebracht hat. Aber das erzähle ich Ihnen jetzt noch nicht, welches das ist. Das darf er dann selbst. Ich, ja, ganz kurz noch zu uns. Wenn Sie im Nachgang an das Webinar Fragen an uns oder ans Team oder an den Herrn Dr. Raimund Schrieck haben, können Sie uns kontaktieren unter den oben angegebenen Kontaktinformationen. Ansonsten, wenn Sie mehr über unsere Webinare erfahren wollen, dann finden Sie dies unter ideas-webinar.de und ansonsten werden Sie von uns aber auch tagtäglich über Börse und Börsengeschehen informiert und zwar mit unseren beiden Newslettern Ideas Daily und Ideas Daily US. Und wem das noch nicht reicht, der kann sich auch noch ein Magazin kostenfrei nach Hause bestellen. Einmal im Monat liegt das dann in Ihrem Briefkasten, wenn Sie da Interesse dran haben. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Börsen-News-Kanal auf Notify und Telegram. So viel nun von meiner Seite. Ich freue mich. Guten Abend, Raimund. Herzlich willkommen. Und ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Hallo. Guten Abend, Holger. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch sehr. Also nach dieser Einleitung weiß ich kaum noch, was ich sagen sollte mit so vielen freundlichen Worten. Aber was mir einfiel, das Wissenschaftsmanagement tatsächlich, das war mir so ein bisschen entfallen. Das Coole war, dass ich damals 6 Millionen Euro hatte für die Ausrüstung der Anatomie. Das war richtig viel Geld. Und wahrscheinlich der Zustand, in dem ich am meisten verwaltet habe und das in Universitätskreisen, das war schon sehr spannend, vor allem, weil ich damit im Prinzip auch kaufen konnte, was ich wollte, natürlich nach gewissen Vorgaben. Okay, kommen wir heute genau mein Bildschirm übertragen und dann müssen wir hier, wo haben wir es denn? Bildschirmpräsentation. Fortsetzen. Ja, wir starten und jeder, der im Januar auch schon zugehört hat, weiß und auch früher schon, es gibt immer eine Jahresfolie und in diesem Jahr ist es die Wellhornschnecke. Und die Wellhornschnecke ist für mich eins der vollendetsten Tiere, was es gibt. Warum? Weil ich ein großer Fan von Fibonacci bin. Und im Gegensatz zum Januar habe ich das jetzt hier mal eingeblendet. Denn in dieser Schnecke sind die Fibonacci-Verhältnisse sehr gut zu sehen und natürlich auch in anderen Dingen wie Sonnenblumen oder Ananas und dergleichen. Aber die Wellhornschnecke ist einfach ein Stück weit auch Symbol, was einerseits hier für meinen Wohnort steht und andererseits aber auch uns mit den Finanzmärkten verknüpft, weil wir eben Fibonacci-Verhältnisse vor allem in bestimmten Märkten immer wieder ganz gut sehen können, die sich dann als Widerstände und Unterstützung zeigen, wie das auch immer geschieht. Manchmal scheint es durch Zauberhand zu sein, aber offensichtlich gibt es so eine bestimmte Rhythmik, der wir unterliegen oder die wir natürlicherweise in uns haben. Und das soll als Vorrede genügen. Das können wir später oder überhaupt irgendwann mal nachlesen und wir kommen direkt zum Thema. Neurowissenschaft hatte ich hier in diesem Format überhaupt noch nie dabei und ich habe mich entschieden, sowohl heute wie auch beim nächsten Webinar mich mit dem Thema Neuro, heute Neurowissenschaft, beim nächsten Mal Neuroökonomie zu beschäftigen, weil es etwas ist, was uns weiterhilft, weil es hilft zu verstehen, wie wir funktionieren, wie wir ticken,
vielleicht auch, wie wir wahrnehmen und warum wir bestimmte Entscheidungen fällen. Und die Finanzmärkte sind ja so etwas Magisches, was glitzert aufgrund von verschiedenen Dingen, ob es nun Gold oder Bitcoin ist, ob es vielleicht Erfahrungen sind, die wir gemacht haben und gerne wiederholen, oder ob es vielleicht einfach nur dieser wundervolle Nervenkitzel ist, den wir uns immer wieder auch in unserem Leben wünschen, selbst wenn es mal etwas langweiliger sein sollte. Was habe ich dabei? Die 3G-Regel, die darf nicht fehlen. Ich habe die 3G-Regel, die 4G-Regel, die 5. Heute machen wir die 3G-Regel, und zwar geht es hier natürlich um Gefühle, Gedanken und Gehirn. Ganz wichtig, dass wir da mal einen Blick drauf werfen. Gefühle entscheiden über unsere Wahrnehmung. Das ist vielen gar nicht so bewusst, und vor allem höre ich im Bereich von Trading immer, ja, dann schalt doch die Gefühle einfach ab. Ja, wenn das so einfach ginge, dann würden es mehr Menschen tun. Es geht nicht. Die Begründung ist einfach, weil wir Menschen sind. Ein dritter Punkt wird sein, Erwartungseffekte in der Wahrnehmung und bei Entscheidungen. Dass wir etwas erwarten, was eintritt, das wissen wir von vielen Veranstaltungen. Wir sehen einen Chart, schauen drauf, und wenn ich dann frage, long oder short, dann weiß fast jeder sofort, was er tun oder was sie tun würde. Und das Erschreckende dabei, und das habe ich über viele, viele Roadshows in vergangenen Jahren, die liegen schon etwas länger zurück, getestet, dass immer die Mehrheit falsch lag. Denn wir haben dann das oft zu Beginn einer Veranstaltung gefragt, und 3 Stunden später haben wir uns das Ergebnis angeguckt, und es war, also ich glaube, immer so, ja, also immer so, dass wir tatsächlich genau das herauskam, was eben die wenigeren sich ausgekundschaftet hatten oder ausgedacht haben. Dann Entscheidungsverhalten unter Sicherheit und Unsicherheit, ein bisschen dazu etwas, um das Ganze abzurunden, das emotionale System und das Gedächtnissystem, wie das funktioniert. Und beginnen wir gleich direkt, was sind überhaupt Neurowissenschaften? Wir hören so viel davon, und wer gut hingesehen hat, hat auf meiner Vorstellungsseite so ein kleines 4-buchstabiges Kürzel gesehen, die Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Da bin ich seit einigen Jahren Mitglied, und ich habe mich aber auch schon in meiner Zeit in der Anatomie in Tübingen mit Neurowissenschaft beschäftigt, weil ich es einfach spannend finde. Man kann es vereinfachen und sagen, letztlich geht es darum, um Aufbau und Funktionsweise von Nervensystemen, und da spielt eine ganze Menge mit. Da gibt es physiologische Aspekte, die da eine Rolle spielen, aber auch Psychologie spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Medizin, die Medizin proklamiert ohnehin gern, dass die Neurowissenschaft zu ihr gehört, aber man könnte auch sagen, dass die Biologen da eher am Drücker sind, die Mathematiker und die Informatiker, also vielleicht auch eher was Naturwissenschaftliches, was die Medizin ja im klassischen Sinne nicht ist. Schauen wir einen Schritt weiter, und das einfach nur zur Information, dass Sie es nachvollziehen können. Die Psychologie, die beschäftigt sich mit einer ganzen Menge. Und zwar all dem, was für uns fürs Trading auch wichtig ist. Wahrnehmen, erkennen wir Gelegenheiten? Was sehen wir in einer Situation? Welche Charteinstellung nehmen wir? Ist sie groß, ist sie klein? Ist der Chart gestaucht oder gestreckt? Bin ich auf verschiedenen Zeitebenen? Und wie vermische ich die? Kann mein Hirn das überhaupt begreifen? Habe ich viele Monitore, mehr vielleicht als einen, 2, 3 oder 4? Habe ich sowas wie eine Monitorwand um mich? Habe ich auch immer mal wieder Klienten, die mir so etwas bieten? Und all das ist etwas, was wir verarbeiten müssen. Und dazu kommt natürlich, habe ich das Bewusstsein für das, was ich da tue? Oder arbeite ich vielleicht ein ganz anderes Thema auf, wenn ich mich in die Märkte schmeiße und mal gucke, was passiert? Wie ist es mit Motivation, Emotionen? Bin ich überhaupt bereit zu lernen? Da habe ich manchmal wirklich Zweifel, dass das Lernen einerseits einfach ist und auch, dass Menschen, die vor allem, ich sag mal, genug Geld haben, bereit sind zu lernen, weil letztlich ist immer nur ein kleiner Pieks ist, der dem Konto zugefügt wird. Aber Lernen in diesem Zusammenhang wäre was sehr, sehr Hilfreiches. Und dann spielt natürlich das Gedächtnis eine Rolle und auch, wie wir etwas denken. Das ist letztlich die allgemeine Psychologie. Und um das hier mal ein bisschen fixer zu machen, als Bereich der Psychologie gibt es die Sozialpsychologie, die Verhaltenspsychologie. Da sind wir beim Thema Verhalten, was ja auch für die Finanzmärkte, Stichwort Behavioral Finance oder Behavioral Economics, sehen wir beim nächsten Mal ein bisschen zu, spielt da eine Rolle. Und dann landen wir bei den sogenannten Kognitionswissenschaften. Im Parallelstrang haben wir hier die Biologie, die als Unterbereich die Neurowissenschaft hat, und letztlich beide zusammengefügt führen uns zur kognitiven
Neurowissenschaften. Und da sind wir im Prinzip heute. Und um zu zeigen, wie es nächstes Mal weitergeht, habe ich auch noch eine weitere Folie mitgebracht. Wir landen nämlich beim nächsten Mal bei der Neuroökonomie, weil wir diesen Wirtschaftswissenschaftsstrang noch dazufügen mit den Kleinigkeiten, die man da sieht. Das ist aber für heute gar nicht angedacht, nur als Information. Damit wir nächstes Mal ein bisschen auch in die Neuroökonomie einsteigen können, habe ich drei Umfragen heute mitgebracht. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele daran teilnehmen, damit das aussagekräftig ist. Ich erstelle dann Grafiken dazu und werde das beim nächsten Mal interpretieren. Es geht hier um das Ultimatumspiel und ich lese mal kurz vor. Ein Spieler A hat einen Geldbetrag von 1000 Euro, den er auf sich und sie in einem beliebigen Verhältnis aufteilen darf. Spieler A darf allerdings nicht den gesamten Betrag behalten. Im nächsten Schritt entscheiden Sie über die Annahme oder Ablehnung des Angebots von Spieler A. Wenn Sie das Angebot annehmen, bekommen Sie beide den von Spieler A vorgeschlagenen Betrag. Also Spieler A sagt, ich behalte so viel und du bekommst so viel. Und Sie auf der anderen Seite dürfen entscheiden, ob Sie dieses Angebot annehmen. Wenn Sie das Angebot allerdings ablehnen, bekommen beide Spieler nichts. Und jetzt ist hier die Frage, wie viel Euro müsste Ihnen Spieler A mindestens geben, damit Sie das Angebot akzeptieren? Und da habe ich folgende Antworten im Angebot: 1 bis 99 Euro, 100 bis 299, 300 bis 499, exakt die Hälfte 500 oder 501 bis 1000. Ich bitte dich, Holger, die Umfrage zu starten und die Ergebnisse einzusammeln. So, ich starte das mal. Also eine ganz simple Geschichte. Da ist jemand, der hat einen Geldbetrag von 1000 Euro und der kann ihn zwischen sich selbst und Ihnen aufteilen. Welches Angebot würden Sie akzeptieren? Immer auch mit dem Hintergrund, dass wenn Sie diesen Betrag, den er Ihnen zugesteht, nicht akzeptieren, dass beide leer ausgehen. Das ist wichtig bei dieser Geschichte. Und das habe ich mal so gesplittet, 1 bis 99, 100 bis 299, 300 bis 499, 500 Euro und 501 bis 1000 Euro. Und Holger, sei so gut, wenn 80% mitgemacht haben, ist das, glaube ich, gut. Ja, da müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Wir sind jetzt knapp bei der Hälfte, Okay. aber es machen immer mehr mit. Also insofern. Es ist eine knifflige Frage und ich bin mir bewusst, dass natürlich dieser Betrag auch so eine Sache ist. Man könnte sowas auch mit 100 Euro oder 10.000 Euro machen. Die Frage ist immer so, was jeder auch für einen Bezug zu seinem eigenen Geldbeutel hat, wie groß das Depot ist, was für eine Wertigkeit Geld hat. Also die Frage ist durchaus trickreicher. Also wenn man den Betrag auch ändern würde, würden vielleicht auch andere Ergebnisse rauskommen. Aber ich denke, dass 1.000 Euro ein ganz ordentlicher Betrag ist. Ich glaube auch, dass 1000 Euro erstmal angemessen ist. Ah, wir sind jetzt bei knapp 70. Ja, wollen wir es dabei belassen? Ich glaube, wir belassen es dabei. Sonst. Aber ich sehe gerade, eine Antwort ist leider verloren gegangen. Sagen wir ein paar Teilnehmer, Raimund, ist dann mein Fehler, und zwar zwischen 300 und 500 Euro. Das ist ein bisschen schade, das tut mir leid. Aber wir sind jetzt bei 70%. Das bräuchten wir eigentlich, weil, das werden gleich alle sehen, gibt es nämlich noch ein zweites Spiel, was genauso aufgebaut ist. Und so gesehen bräuchten wir die Antwort. Oh. Okay, schließ mal bitte. Ich gehe mal auf die nächste. Ja. Ich gehe mal auf die nächste Seite. Und du hast geschlossen, richtig? Ja, ich habe geschlossen. Gut. Die zweite Geschichte wäre folgende. Sie haben jetzt diesen Geldbetrag von 1000 Euro, den Sie auf sich und einen Spieler B aufteilen dürfen. Sie können sich für eine Aufteilung im beliebigen Verhältnis entscheiden, genau wie eben. Allerdings dürfen Sie nicht den gesamten Betrag behalten. Im nächsten Schritt entscheidet Spieler B, also Ihr Gegenüber, über Annahme oder Ablehnung des Angebots. Wenn er das Angebot ablehnt, bekommen Sie beide nichts. Wie viel Euro würden Sie abgeben in der Hoffnung, dass Spieler B Ihr Angebot akzeptiert?
Und wir haben die gleichen Antwortmöglichkeiten. Und ich bitte dich, die Umfrage zu starten. Und also Genau. einfach mal zu überlegen, wie sieht das jetzt aus? Also, wie viel Angst haben Sie, also wie viel geben Sie tatsächlich ab, um im Prinzip das gleiche Spiel? Und wir kennen das mit zwei Seiten einer Medaille, aber vielleicht reagieren Sie da doch leicht anders, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt. Und insofern, um das nochmal zu sagen, bräuchten wir eigentlich vom ersten Spiel eigentlich auch alle fünf Antworten. Sonst Ja, warte mal, sieht das ich grafisch werde das krumm mal aus. schauen. Ja, ich bin ganz bei dir. Ich gucke mal, dass ich das nochmal korrigiere. Vielleicht, Ja, es ist eine durchaus spannende Geschichte. Was gestehe ich mir zu? Was gestehe ich anderen zu? Was läuft in mir ab, wenn ich das tue? Man weiß ja, wenn wir anderen helfen, dann ist es nicht nur, dass wir anderen Gutes tun, sondern wir tun uns auch Gutes, weil wir letztlich mit einer Dopaminausschüttung belohnt werden. Und hierbei spielt natürlich noch eine gewisse Sorge eine Rolle, dass mir jemand anders einfach sagt, so mein Freund oder meine Freundin, das ist wirklich ungerecht aufgeteilt, das akzeptiere ich nicht. Und zur Strafe gehst du auch leer aus, denn das Bestrafen setzt durchaus auch Neurotransmitter frei. Und es gibt Studien darüber, dass es Menschen gibt, die bereit sind und nicht wenige, andere sogar dafür zu bezahlen, wenn andere bestraft werden. So, ich denke, wir Wir sind sind jetzt bei wie bei viel Prozent? 72 und jetzt schließe ich und ich, ja, also nochmal Entschuldigung von meiner Seite, ich würde jetzt nochmal die erste Umfrage starten, wenn das, Okay, ich von werde mir mal aus schauen, ob, gerne. ja, warten Sie gerade, ob da, ich muss mal gucken, ob das noch, ob das geht. Ansonsten würde ich nochmal die Umfrage aufsetzen neu. Moment. Nee, das Geht geht nicht. nicht. Ich Okay, werde, ich. dann gut, dann gehe ich einen Schritt weiter. Wollen Ein wir das dritten. vielleicht, soll ich die nochmal neu machen oder wie wollen wir das? Ja, mach sie gerne nochmal neu, weil Ich sonst die mache sie Grafik nochmal echt neu. Ja. krumm aussieht. Ja. Eigentlich würde ich lieber weitersprechen, aber okay. Nein, dann Müssen später. wir eigentlich machen, damit das Ganze Sinn macht. Okay. Eine dritte Situation, und das wird dann auch, bis auf die, die wir gleich wiederholen, die letzte für heute sein. Wir spielen das Spiel Investor und Vermögensverwalter. Das ist ein sehr interessantes Spiel, auch ein ökonomisches Spiel. Und ich muss bei allen sagen, die Grundlage sind jeweils natürlich wirklich wissenschaftliche Untersuchungen. Man hat das gemacht mit teilweise anderen Zahlen. Und diese Spiele sind durchaus in der Wissenschaft bekannt. Das eine als Ultimatumspiel, es gibt auch noch ein Diktatorspiel. Und auch dieses Spiel, Investor und Vermögensverwalter, ist durchaus etwas, was gängig ist. Sie spielen Investor und Vermögensverwalter. Sie sind der Investor und haben zu Beginn des Spiels 120 Euro. Sie dürfen entscheiden, wie viel Sie davon dem Vermögensverwalter anvertrauen. Sie haben die Auswahl zwischen 0, 40, 80 und 120 Euro. Der abgegebene Geldbetrag wird dann verdreifacht. Also aus 40 werden 120, aus 120 werden 360, sodass der Verwalter Ihnen eben maximal, wenn Sie alles geben, 360, dass er 360 Euro hat. Den Gewinn, und darauf kommt es jetzt an, kann der Vermögensverwalter mit Ihnen teilen, kann ihn aber auch ganz für sich behalten. Wie viele Euro geben Sie dem Verwalter? Auch eine sehr spannende Geschichte. Ich bitte dich, die Umfrage zu starten. Das ist eine sehr interessante Aufgabe und die ist natürlich umso spannender, wenn ich mehr Geld nehme. Nicht nur diese Situation, sondern wir kennen das, gerät vielleicht an jemanden, der sagt, oh, ich habe hier eine super Geschichte, da können Sie in Immobilien investieren, da können Sie in irgendeinen Spezialfonds investieren, was auch immer. Ist uns allen irgendwie schon mal begegnet, so eine Situation. Und die Frage ist, wie ist es da mit unserem Vertrauen? Und hierbei ist es noch spannender, weil derjenige, der das Geld vermehrt, und wir wissen interessanterweise bei diesem Spiel schon, was hinten rauskommt. Derjenige darf das Geld sogar komplett behalten, wenn er das möchte. Das heißt, es ist ein relativ großes Risiko auch dabei. Und insofern kitzelt uns das schon auch so ein bisschen, auch wie unser Verhalten so im Allgemeinen ist. Und ich bin gespannt auch, was hierbei rauskommt.
Und Es gibt heute? eine Nachfrage dazu. Entschuldigung, wenn ich Ja. das kurz unterbrüche. Bekommt man die 120 Euro zurück an dieser Stelle? Nein. Oder Ich nein? hätte es etwas anders ausdrücken sollen, dass ich hätte schreiben müssen, das Gesamtergebnis. Also ich habe den Gewinn jetzt mit dem Einsatz gesehen. Nein, das ist man, den bekommt man nicht zurück. Genau, Also dann warten wir noch. die Summe, die der Verwalter hat, kann er dann machen mit, was er will, kann sie ganz behalten, kann sie auch ganz abgeben, weil er sagt, okay, kann auch eine gewisse Provision nehmen, kann er machen, wie er will. Ich hätte das mit dem Gewinn vielleicht etwas anders schreiben sollen, weil natürlich der Gewinn wäre das vom Einsatz bis zum Dreifachen, aber okay. Ja, dann warten wir noch einen Moment. So. Dann würde ich das schließen und dann würde ich noch mal die erste Frage Genau. Ja, das ist lieb platzieren. von dir. Dann haben wir auch eine runde Geschichte. Auch wenn es Genau, jetzt leider also am Anfang so ein das. bisschen, aber Aha. die sind schon spannend, die Fragen, weil die auch viele bei Ja. uns selber zeigen. So, ich lese nochmal vor. Ein Spieler A hat einen Geldbetrag von 1000 Euro, den er auf sich und sie in einem beliebigen Verhältnis aufteilen darf. Spieler A darf allerdings nicht den Gesamtbetrag behalten. Im nächsten Spiel entscheiden Sie über Annahme oder Ablehnung des Angebots von Spieler A. Wenn Sie das Angebot annehmen, bekommen Sie beide, also Sie und der andere Spieler, den vorgeschlagenen Betrag. Wenn Sie allerdings ablehnen, bekommen beide Spieler nichts. Wie viel Euro müsste Ihnen Spieler A mindestens geben, damit Sie das Angebot akzeptieren? Hier nochmal die Antworten. 1 bis 99, 100 bis 299, 300 bis 499, 500 oder 501 bis 1000. So, dann starte ich das mal. Bitte beachten, da ich es hinzugefügt habe, sind die 300 bis 499 jetzt unten. Ja, also bitte hier aufpassen. Trotzdem so sollten wir dann das richtige Ergebnis bekommen. Schauen Sie nur wirklich hin, dass Sie dorthin klicken. Was Sie auch wirklich abstimmen wollen, ist durch das Hinzufügen ein wenig durcheinander. Und ich bitte nochmals um Entschuldigung, Raimund. Oh, alles gut. Ich bin diese Sachen und diese neuroökonomischen Fragestellen sind vor allem deswegen auch für uns wichtig, damit wir sehen, wie wir uns in Situationen verhalten. Die zeigen sehr viel über uns und die wirken so harmlos. Aber letztlich ist es etwas, worauf springen wir an? Und wir werden gleich im Laufe des Webinars noch ein paar Dinge sehen, worauf wir tatsächlich anspringen. Und wenn wir dann solche Dinge wie Bestrafung oder Fairness oder ungleich oder ungerecht behandelt gefühlt ein bisschen außen vor lassen, diese ganzen emotionalen Geschichten, ist schwierig, gebe ich zu, dann wissen wir vielleicht auch oder können vielleicht in manchen Situationen auch verlässlicher reagieren. Denn oft, und das werden wir gleich sehen, ist es der Reiz von etwas, der über eine bestimmte Schwelle rüber muss. Und wenn das dann bei uns ist, dann sind wir letztlich für vieles Feuer und Flamme. Manchmal, wenn wir etwas übersehen haben, merken wir dann schnell, dass so viel Feuer und Flamme gar nicht nötig gewesen wäre, wir besser mal vorher geschaut hätten. So, Holger, wie sieht's aus? Ja, wir haben wieder die 70% und an dieser Stelle schließe ich das Ganze. Perfekt. Gut. Super, ich gehe dann mal drei Folien weiter und wir schauen mal etwas tiefer ins Gehirn rein. Gefühle sind die Herausforderung für Trader. Im Prinzip immer. Wir sitzen davor, unser innerliches fährt schon auf und ab, Achterbahn möglicherweise. Wir sehen, die Kurse steigen, die Kurse fallen. Je nachdem, ob wir schon im Markt sind, haben wir natürlich auch ein bestimmtes Interesse, wohin sich die Kurse entwickeln sollen. Und nichtsdestotrotz, irgendwann gibt es vielleicht nicht nur die Situation, dass ich im Trade bin, sondern auch, dass ich vielleicht meinen Trade auflösen muss, mich selber aus dem Markt nehme, die Position auflöse, vielleicht aber auch ausgestoppt werde oder mein Ziel erreiche. Aber immer schwingt was mit. Und das sind Gefühle. Und diese Gefühle sind umso intensiver, je höher der Einsatz ist, beziehungsweise je höher die Schwankung auf dem Konto ist. Das heißt, neben diesem, dass sich unsere Nerven vielleicht abnutzen, ist es auch auf der Gefühlsebene durchaus sehr intensiv. Und wir müssen schauen, dass wir als Trader oder in diesen Situationen einfach auch so entspannt bleiben, dass wir ein Ergebnis erstmal
als Ergebnis hinnehmen und nicht als Bedrohung empfinden. Wir sehen hier vor allem Angst, Panik und Schock, habe ich zusammengefasst, zu einem Gefühlskomplex, Wut, Ärger und Zorn auf der anderen Seite. Und dann natürlich auch, haben auch viele angegeben, dass sie dieses Gefühl kennen, Liebe, Freude und Erleichterung, Befriedigung, letztlich natürlich, wenn ein Trade gelungen ist. Aber es gibt auch Gefühle wie Schuld, Trauer oder Sorgen. All das schwingt beim Traden durchaus mit. Und wie gesagt, es hat oftmals auch damit zu tun, wie aufgeräumt ich bin, wie bewusst ich bin. Und vor allem eben ist es auch eine Frage des Einsatzes. Also Gefühle spielen eine Rolle und Gefühle sorgen manchmal eben auch dafür, dass ich Dinge impulsiv erledige. Letztlich, wenn wir einen Chart sehen, ich habe hier den Chart der BioNTech-Aktie mal genommen, die US-Variante. Und wir stellen uns viele Fragen, wenn wir so einen Chart sehen. Wir wissen, 2 Jahre Pandemie, warum habe ich nicht gekauft? Stellt man sich vielleicht am Anfang noch die Frage, wo die Kurse so angezogen sind. Dann stellt man sich vielleicht aber auch die Frage, warum habe ich nicht verkauft? Letztlich, wieso von der Krankheit profitieren? Auf der anderen Seite, wieso eigentlich nicht? Oder eben auch, warum fallen die Kurse denn so? Da sind doch noch viele Leute zu impfen. Und wenn man unseren Gesundheitsminister folgen kann, hat er auch so viel Impfstoff bestellt, dass das noch 10 Jahre reichen wird. Und unter anderem auch bei BioNTech. Die Frage ist, warum purzeln die Kurse? Letztlich spielt vielleicht auch eine Frage, bin ich geimpft oder bin ich nicht geimpft, wenn ich mich mit so einem Biotech-Unternehmen auseinandersetze und vielleicht auch, was ist mein Hintergrund? Also interessiere ich mich ohnehin mehr für Biotech- oder Pharmaaktien, weil ich aus der Branche bin oder ist es was gerade zeitgemäß ist? All diese Fragen purzeln mehr oder weniger durch unsere Hirne, wenn wir solche Geschichten sehen, aber die wesentliche ist wahrscheinlich, warum war ich nicht dabei auf der Long-Seite, wenn die Kurse stiegen und warum war ich nicht auf der Short-Seite dabei, wenn die Kurse gefallen sind. Letztlich, und was man hier an diesem Chart auch ein Stück weit lernen kann, dass die Nachrichtenlage oder das, was drumherum ist, nicht unbedingt immer was mit der Kursentwicklung zu tun haben muss. Denn auf der einen Seite haben wir vielleicht eine fette Übertreibung gesehen und auf der anderen Seite, wenn man mal, ich sag mal, ins Buch der BioNTechs guckt, was für Bestellungen da noch angesagt sind, dann sieht das im Moment eher mau aus, was den Kurs betrifft, fragt sich eigentlich ja auch, warum. Wenn ich trade, dann schaue ich mir einen Chart an. Das ist also quasi das Vehikel, was ich brauche. Das ist die Grundlage. Und wenn ich da genauer hingucke, dann passiert mir vielleicht auch, dass ich Gefühle da rein interpretiere oder sogar die Gefühle, die in diesem Chart sind, wahrnehme. Auch das kann sein. Natürlich ist ein starker Abverkauf oftmals mit Angst verbunden. Ebenso vielleicht Euphorie und Freude auf der anderen Seite, wenn die Kurse stark fallen. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Dieses Auf und Ab gibt es auch ohne mich. Wie viel tauche ich ein und wie viel projiziere ich da rein? Ich erlebe immer wieder die Klienten, die haben sich vielleicht auf der Arbeit geärgert, erzählen mir dann ihre Geschichte, fangen dann abends direkt an zu traden, haben den Ärger noch in den Knochen, Muskeln sitzen und geben sich direkt ins Tradingvergnügen. Das steigert in der Regel den Ärger, die Wut. Und genauso andere Emotionen. Das heißt, letztlich können die Finanzmärkte auch als Gefühlsverstärker wirken. Und das tun sie bei vielen auch. Und das ist jetzt kein Scherz. Ich habe mehrere Klienten, die bereits ihre Monitore an die Wand geworfen haben. Da ist neben dem bereits entstandenen finanziellen Schaden durchs Trading auch noch ein anderer eben dazugekommen. Und da ist die Frage, was Trading letztlich auch macht und wo da die Grenzen sind. Das passiert nicht, wenn ich im Mikrolot-Bereich unterwegs bin. Das passiert nicht, wenn ich ein Put und ein Call gekauft habe. Das ist natürlich unverhältnismäßig wegen der Gebühren, aber da passiert das logischerweise nicht, weil diese Intensität an Gefühlen in dem Augenblick nicht aufkommen kann. Und die Gedanken, wenn ich Klienten frage, ich habe hier 78, wenn ich die gefragt habe, könnt ihr eure Gedanken beim Trading jederzeit bestimmen? Und da sagt circa die Hälfte, ja, manchmal gelingt mir das. Und nur 20% sagen ja immer, wobei viele sagen, es gelingt mir nicht oder sogar, wie ist das möglich? Das heißt, Gedanken und Gefühle spielen immer eine Rolle. Und dann kommt natürlich noch die Verarbeitung im Gehirn dazu. Wir wissen heutzutage, finanzielle Verluste führen zu biologischen Veränderungen, die physische Auswirkungen auf Gehirn und Körper haben. Die haben auch Auswirkungen auf unseren nächsten Trade. Auch das wissen wir. Es gibt etliche Studien, die belegen, dass wenn ich eine Position verloren habe oder einen schweren Verlust erlitten habe, dass ich bereits, wenn ich jetzt nicht zu deprimiert bin, gleich
auf das Thema Attacke springe und sage, okay, dann setze ich eben, ich habe eben 1000 Scheine verloren, dann kaufe ich jetzt halt 2000, um das Ganze mal schnell wieder auszugleichen. Funktioniert nur in den seltensten Fällen. Auf der anderen Seite haben wir die finanziellen Gewinne. Und die finanziellen Gewinne, die sorgen letztlich auch dafür, dass in meinem Hirn was passiert. Es gibt neuronale Aktivität und die ist, wenn es ein richtig großer, überraschender oder ein Lucky Punch Gewinn war, die sorgen letztlich dafür, dass ich mich in gewissen Rauschzuständen befinde. Und ich denke da gerne an eine Geschichte, die ich mit einem Klienten erlebt habe, der ist Controller bei einem großen Automobilkonzern. Das heißt, er kennt sich mit Zahlen aus und er ist für die Firma ein Top-Mann, ein wirklich wichtiger Mensch. Und er selber gewann eines Tages wie durch Zufall einen richtig fetten Betrag und den hat er innerhalb kürzester Zeit genauso wieder unters Volk gebracht, wie er ihn gewonnen hatte. Das heißt, wir sind in beiden Situationen reichlich angreifbar und das, was da passiert in unserem Hirn, das hat wenig mit finanzieller Intelligenz zu tun. Wenn wir entscheiden, dann geht es letztlich darum, dass wir, und das kann hier jeder lesen, grundlegend fürs Entscheiden ist, dass wir einerseits ein Ziel haben. Das ist hier aus dem Gabler Wirtschaftslexikon. Gutes, sehr gutes Lexikon. Die Konsequenz, mit der wir unsere Ziele verfolgen und letztlich die Informationsverarbeitung. Dabei spielt aber immer eine Rolle, ob ich den Reiz, der sich mir da bietet, auch wahrnehme und was ich damit mache. Denn ich kenne viele Leute, wenn man den Chart vor die Nase legt, die sagen, was ist das denn, da kann ich nichts mit anfangen. Und genauso viele, logischerweise, weil ich schon sehr lange in diesem Bereich arbeite, sagen, wow, das ist ja eine coole Aktie, da hätte man das machen können, das und da sieht man das folgendermaßen und so weiter. Das heißt, ob ich mich für etwas interessiere, das hat mit vielen Dingen zu tun. Einerseits, ob mich überhaupt das große Thema interessiert, dann vielleicht, ob ich was Emotionales damit verbinde und so weiter. Also man kann über das Thema Reiz eine ganze Zeit sprechen. Die Frage ist, was nämlich war und das ist in gewisser Weise eine Interaktion. Aber viel wichtiger ist, wie bewerte ich das? Bewerte ich das so, dass es für mich attraktiv ist, hier auch dann ins Handeln zu kommen? Denn das ist hier der Knackpunkt dabei. Und welche Entscheidung fälle ich? Und das ist letztlich hier der Ablauf, wenn es ums Entscheidungsverhalten geht. Und dabei spielt beim Wahrnehmen vor allem die Rolle, was erwarte ich? Wie ist der Kontext, in dem mir das geboten wird? Und da bin ich manipulierbar, das muss jeder wissen. Und welche Aufmerksamkeit habe ich für das Thema? Kann ja sein, ich interessiere mich für die Finanzmärkte, habe aber gerade so ein wirkliches Lieblingsprojekt, was ich verfolge und blende mal für die nächsten Wochen alles, was mit Finanzmärkten zu tun hat, aus. Vielleicht in diesem Fall sogar, weil ich sage, Mensch, es ist Krieg, es ist alles ein bisschen kompliziert. Das, was teilweise gut messbar und wahrnehmbar war, ist es gerade nicht. Dann haben diese Reize nur eine, ich sag mal, untergeordnete Bedeutung. Wenn ich im Neurocoaching mich frage, wann wird vom Gehirn eine optimale Leistung zugelassen, dann hat das vielfach damit zu tun, dass ich richtige Vorhersagen oder Einschätzungen als Mensch habe, die auch erlebe und eigentlich kontinuierlich immer mich weiterentwickle. Und das erzeugt letztlich Sicherheit. Also etwas, was ich getan habe, was zum gewünschten Ergebnis führt, macht mich in gewisser Weise sicher. Jetzt wissen wir natürlich, die Finanzmärkte, die machen eigentlich, was sie wollen. Wir können zwar gutes Risiko und Money Management haben, auch eine Strategie, aber die Frage ist, wie komme ich in so einem wabbeligen System zu einer optimalen Leistung? Und wir gehen nochmal auf diese Geschichte zurück, aber ich ergänze sie. Ich brauche einen guten Reiz. Ich brauche einen Reiz, den ich für würdig halte zu verfolgen. Bei der Reizgeschichte ist das wichtig, dass ich alles andere schon mal wegfiltere und ich muss bei der Bewertung das Ganze gut verarbeiten. Das ist die Frage, ja, wie mache ich denn das? Und bei Entscheidungsverhalten unter, ich sag mal, Sicherheit habe ich zwei Aspekte, die mir helfen können, um an einem so beweglichen Konstrukt wie den Finanzmärkten erfolgreich zu sein. Ich muss Statistik betreiben, bestenfalls einen Erwartungswert berechnen können oder aber mich an Fakten orientieren. Und all das, so merkwürdig das hier gerade klingt, sorgt auch dafür, dass ich eben Sicherheit gewinne. Und ich zeige gleich mal, wie das ungefähr sein kann. Wenn ich, das kennt der eine oder die andere schon natürlich, wenn ich ein ökonomisches Spiel mache und ich in diesem Säckchen beispielsweise 64 Verliererkugeln mit den entsprechenden Regeln links und 36 Gewinnerkugeln mit den entsprechenden Regeln rechts, heißt hier,
auf der roten Seite 50 rote. Ich riskiere einen Einsatz X und ich verliere genau diesen Einsatz. Bei den violetten Kugeln, die in diesem Säckchen sind, würde Folgendes passieren. Ich verliere das Doppelte meines Einsatzes und bei den blauen, die in diesem Säckchen sind. Dieses Säckchen gibt es übrigens, das nehme ich manchmal mit zu Veranstaltungen. Dabei ist es so, dass ich den dreifachen Einsatz verliere. Auf der anderen Seite sieht man die Regeln für Gewinn. Und das Erstaunliche ist, obwohl nur 36 Gewinnerkugeln drin sind und 64 Verliererkugeln, wenn ich den Erwartungswert berechne, komme ich zu etwas Positivem. Denn bei den Gewinnerkugeln sind die schwarzen und die beigen die äußerst attraktiven. Das sind nämlich, ich sag mal, die Trendkugeln, wo ich das 20-fache meines Einsatzes oder das 10-fache meines Einsatzes bekomme. Das heißt, dieses Spiel, wenn ich es nur oft genug mache, das hilft mir am langen Ende zu möglicherweise großem Wohlstand, wenn ich das immer wieder spielen darf. Darf ich es vielleicht nur zwei oder dreimal verlieren, dann ist es vielleicht nicht ganz so attraktiv. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, ich ziehe meistens 10 Kugeln, egal in welchen Workshops oder Seminaren. Und es kam bisher immer, selbst bei 10 Kugeln, was schon glücklich ist, kam immer etwas Positives dabei raus. Die Frage ist, wie kommen wir dazu, wenn den Erwartungswert zu bestimmen? Das obere, wissen wir, haben wir gerade berechnet. Wenn wir ein Würfelspiel haben, wissen wir auch, wie das geht. Wenn ich sage, bei 3 Würfeln verliert man das Doppelte des Einsatzes und bei den anderen 3 Würfeln gewinnt man das Dreifache des Einsatzes, weiß man auch, okay, das ist ein Spiel, das lohnt sich zu spielen, das würde ich gern oft spielen, zumal hier ja auch keine Gebühren oder Tradingkosten entstehen. Für uns Trader ist insofern Statistik wichtig und wie gelangen wir an Statistik, indem wir ein Tagebuch führen. Ich weiß, jetzt gähnt die Hälfte zu Hause und sagt, oh, alter Hut, was will er mit seinem Tagebuch? Das Tagebuch hilft uns einerseits zu strukturieren. Das Tagebuch hilft uns, Dinge, die wir logischerweise vergessen haben, weil sie schon länger her sind, in Gedächtnis zu behalten. Aber es hilft uns vor allem, wenn wir etwas immer wieder machen, letztlich zu sagen, okay, 200 Trades, ob jetzt Demo oder Live, ist völlig egal oder eben auch im Backtest. Sie haben alle die gleiche Qualität. Wenn die Regeln klar sind, kann ich schauen, ob das, was ich mir ausgedacht habe, funktioniert. Damit gelange ich zu einem Erwartungswert und kann in gewisser Weise sagen, dass, sagen wir mal, ab 200 Trades, die ich gemacht habe, ich so ein starkes Argument habe, dass ich dem Markt die Unwägbarkeiten in gewisser Weise nehme, wenn ich das kontinuierlich und regelmäßig nach meinen Regeln durchführe. Und diese Statistik hilft mir weiter und letztlich gelange ich dazu in eine sichere Situation. Demjenigen oder derjenigen, der das Trading-Tagebuch nach wie vor zu langweilig und zu mühselig ist, Klammer auf, ich kann es verstehen, Klammer zu, dennoch sehr hilfreich, dem oder derjenigen kann man auch ans Herz legen zu sagen, ja, schau dir diesen BioNTech-Chart nochmal an. Hier sind ja ganz klare Geschichten. Es steigt, es fällt nochmal nach einer kleinen Erholung. Man könnte jetzt auch Charttechnik anwenden. Wir können den ganzen Chart auseinandernehmen, um zu gucken und im Nachhinein noch zu sagen, was wäre wenn und warum ist das so. Wir brauchen an dieser Stelle Fakten. Fakten liefern einerseits zum Beispiel das Volumen. Das liefert uns durchaus was Interessantes. Fakten liefern uns vielleicht auch Nachrichten, die zu Bewegungen geführt haben, ohne dass wir einschätzen, welche. Und Fakten liefern uns vielleicht auch Hochs und Tiefs und letztlich auch, selbst wenn Indikatoren nur, ich sag mal, eine weitere pfiffigere Ansicht der ohnehin vorhandenen Daten, die wir hier sehen, sind, können auch diese an der Stelle weiterhelfen, indem wir zum Beispiel überkaufte oder überverkaufte Bereiche beispielsweise durch MACD oder dergleichen uns ansehen können. Das heißt, wenn wir rechnen können, wenn wir Statistik betreiben können und wenn wir Fakten zugrunde legen, dann sind wir weniger anfällig für Neuromarketing zum Beispiel. Ich mache diese Folie recht fix, weil das ist, was uns regelmäßig begegnet. Uns begegnen Worte wie Experte, uns begegnen Worte wie Goldexperte, wenn dann noch Gold abgebildet ist, ist das nochmal intensiver. Hotstock, da will jeder dabei sein mit großem Wachstumspotenzial. Wir interessieren uns für Zahlen natürlich, für meistgelesene Beträge. Es ist menschlich, da wollen wir dabei sein. Wir sehen aber auch Tagesgewinner und Tagesverlierer. Und das Verrückte ist, und das weiß ich von vielen Brokern, mit denen ich mich unterhalten habe, Tagesverlierer werden sehr, sehr gerne gekauft,
was allerdings oft dazu führt, dass die am nächsten und übernächsten Tag trotzdem weiter verlieren. Und große Tagesverlierer und große Tagesgewinner gehen, geraten zwar in unseren Fokus, weil wir es sehen, aber ob sie eine gute Idee sind, zu traden oder gar anzulegen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und letztlich kostenlos ist nichts, also kostenlose Newsletter. Wir müssen sie lesen, wir müssen sie verarbeiten, wir müssen sie, wenn sie uns wirklich interessieren, bewerten. Da ist zumindest Lebenszeit, die wir dort im Hintergrund haben, die wir vielleicht verlieren. Wer sich vielleicht noch an die erste Seite erinnert, Trading im Spiegel der Neurowissenschaft stand da, da habe ich dreimal mein Buch abgebildet. Die Frage ist, ob das irgendeinen Reiz bei irgendjemandem ausgelöst hat. Die, die es schon haben, sagen, na ja, gut, alter Hut, kennen wir. Die, die es nicht interessiert, gucken dran vorbei. Aber wenn ich hier einen Reiz setze und einfach anstatt drei Büchern in schön blau drei wundervolle Schokoladen abbilde, schafft das möglicherweise einen Reiz und ich hoffe, ich habe nicht irgendjemanden jetzt verleitet, einfach mal die Schokolade rauszuholen. Das ist, wie es gemacht wird. So beiläufig, das kannte man früher auch aus Filmen, irgendwann wurde die Cola-Dose oder die Cola-Flasche eingeblendet. Das ist alles sehr subtil, wie wir da manipulierbar sind. Das Dumme ist, wir sehen die Welt nicht objektiv. Und das, was wir sehen, wird letztlich durch die Bedeutung beeinflusst, die wir den Dingen zumessen. Sehen wir uns den Bitcoin an. Der Bitcoin, und er ist hier golden, er ist letztlich für viele vielleicht das Gold der Zukunft. Ich habe heute noch eine Studie gelesen, wie viel man hätte mit Bitcoin verdienen können. Das macht in vielen natürlich auch einen großen Traurigkeitsfaktor. Ich war nicht dabei, ich habe darauf nicht vertraut. Wer weiß, wo wir uns befinden im Zyklus mit dem Bitcoin, wer weiß, ob es ihn noch ewig geben wird, wer weiß, ob er vielleicht die Hunderttausende erreicht, viele, viele Fragen. Aber er glänzt in unseren Gedanken und er macht auch Emotionen. Bin ich dabei, bin ich nicht dabei? Wer lange auf dieses Bild schaut, das macht was, allein durch die Münzen, die ich hier gezeigt habe. Aber schauen wir uns den Bitcoin-Chart an von letzte Tage, ist noch nicht lang her. Was mir wichtig ist zu sagen, wir haben eine sehr hohe Volatilität und das sollten wir immer im Auge behalten. Diese Gefühle und Emotionen, die hier in diesem Chart mit drin sind, die werden natürlich auch von anderer Seite, komme ich gleich noch zu, ein Stück weit beeinflusst. Wir sehen hier Goldbeeren, ohne dass ich hier Werbung mache, aber es ist etwas, was quasi in jedem Haushalt ist, genauso wie wir Dinge in jedem Haushalt vermutlich von IKEA haben, in irgendeiner Weise. Dieses Produkt kennt jeder und man sieht, das Original seit 1922. Es feiert Geburtstag dieses Jahr. Und das Interessante ist aber, dass wenn wir es sehen, es was in uns auslöst. Vielleicht haben wir mehr Speichel im Mund, weil wir uns das Wasser im Mund zusammenläuft. Vielleicht passiert aber auch was, dass wir denken, wow, das wäre mal wieder was. Und letztlich, ich sag's mal ganz frei raus, sind wir Dopamin-Junkies, weil wir wollen dieses Gefühl von Freude, von Genuss, von in Anführungszeichen das Belohnungssystem hochfahren. Das hat dann in der Regel damit zu tun, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Und wir haben es hier mit einer Gruppe neuronaler Strukturen zu tun, die für Anreize, assoziatives Lernen und positiv bewertete Emotionen verantwortlich sind. Einfach mal mitgenommen. Über das Belohnungssystem sind wir anfällig. Ich zeige das im nächsten Webinar auch nochmal. Ich glaube, kommen wir im Juli zusammen. Denn Dopamin, wer sich damit auseinandersetzen will, gibt es ein Buch aus dem Riva Verlag. Ein Hormon regiert die Welt, wie Dopamin unser Verhalten steuert und das Schicksal der Menschheit bestimmt. Das ist natürlich jetzt ein großer Titel, aber da ist was dran. Denn Dopamin ist letztlich auch damit beteiligt, wenn wir traden. Wenn wir traden, dann haben wir eine Erwartung, eine Hoffnung. Wir haben ein Gefühl, wohin sich das entwickeln soll. Und wir träumen im Hintergrund schon von etwas, was wir noch gar nicht erreicht haben. Dieses, ich sag mal, Träumen, darüber nachdenken, nachfühlen, das sorgt dafür, dass Dopamin ausgeschüttet wird und wir uns gut fühlen. Wir fühlen uns schon vor dem Trade belohnt auf der Neuroebene. Inwieweit diese Belohnung anhält und wie weit die finanzielle Folgen hat, das steht dann oft auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, bevor wir überhaupt den Klick gesetzt haben, beispielsweise Zertifikate, Putzcalls gekauft zu haben, ist in uns schon was passiert, was uns ein Stück weit eine positive, sag mal, eine Neurotransmitter-Ausschüttung gegeben hat.
Dopamin, und das ist einfach zusammengefasst aus diesem Buch, einfach der Hotspot sozusagen. Dopamin ist der Grund, warum wir forschen und entdecken, also warum wir als Menschen weiterkommen wollen, warum wir auch Strategien entwickeln, die, womit wir im Markt regelmäßig letztlich Geld verdienen können. Aber es ist auch der Ursprung von Verschwendung, von Risiko und von Sucht. Und diese drei Punkte, die letzten drei, sind für uns als Trader sehr, sehr wichtig. Wann ist Geld gut angelegt? Wann ist Geld gut getradet? Und wie viel Risiko bin ich bereit, tatsächlich zu tragen? Wie viel kann ich mir zumuten? Nicht nur, wie viel bin ich bereit, sondern wie viel verkraftet mein gesamtes familiäres System oder eben auch nur mein eigenes? Und letztlich Sucht, muss ich nicht groß drüber reden, ist natürlich auch ein Thema, worüber man nicht so oft spricht. Einzelschicksal oder Massenpsychologie. Ich habe ja nochmal den Bitcoin genommen, und letztlich geht es in jedem Trade auch so ein bisschen so. Skeptik, Hoffnung, Gier, vielleicht Angst, Panik, Depression vielleicht. Letztlich geht es auch in jedem Börsenzyklus so, und vielleicht ist es in uns auch. Schauen Sie mal, zu welchem Wort Sie die größte Assoziation haben. Das habe ich mir vorher auch nie überlegt. Also was ist es? Das kann jeden Tag auch anders sein. Es gibt Tage, wo man ängstlicher ist. Es gibt vielleicht Tage, wo man hoffnungsvoller ist. Oder auch Tage, wo man vielleicht gar nicht traden will, weil man eher skeptisch ist. Diese Geschichte bezieht sich oder zieht sich letztlich, und Buch von Gustave Le Bon kennen viele vielleicht auch, zieht sich letztlich durch. Bei Finanzmärkten spielt Massenpsychologie letztlich eine Rolle. Und neben den Triggern, die von außen kommen, Pandemie, Kriegsgeschehen und dergleichen. Und ich habe hier einfach, müssen wir jetzt hier nicht vertiefen, ich habe einfach mal die Punkte mitgebracht, die in diesem Fall eine Rolle spielen. Und letztlich gehe ich mal auf den letzten oder den zweitletzten. Die Masse ist oft impulsiv, wandelbar und reizbar, und letztlich ist sie auch manipulierbar durch die Medien, die wir haben. Ob wir immer das wirklich in der Tiefe wahrnehmen und richtig wahrnehmen, wie es tatsächlich ist, das wage ich bei vielen Dingen zu bezweifeln, und da beziehe ich jeden von uns ein, weil wir einfach Menschen sind. Wir haben bestimmte Filter, wir haben manchmal auch Reizüberflutung, dass wir müssen vereinfachen. Im Moment konzentrieren sich in Deutschland, ja, also vor einem Jahr war es geimpft oder ungeimpft, Schäden hier oder Schäden da, jetzt ist es, werden Waffen geliefert oder nicht. Also wir müssen Dinge in der Komplexität so runterbrechen, dass wir zu Entscheidungen kommen müssen. Daneben verpasst man natürlich eine ganze Menge, was da eine Rolle spielt, was zur Entscheidungsfindung auch beiträgt. Und um auf den Bitcoin nochmal zu kommen, der Bitcoin ist ja nicht so etwas wie eine, ich sag mal, ganz normale Aktie, sondern der Bitcoin wird ja massiv auch durch Personen beeinflusst, die durch die Gegend zwitschern. Und allein das führt zu, kann oder kann zu Verwerfungen führen, sodass wir uns vor allem bei solchen Dingen neben der gerade äußeren Lage auch fragen müssen, inwieweit wir uns irgendwo engagieren. Denn das Risiko sollten wir trotzdem vorher abwägen. Das kann durchaus hoch sein. Wie verarbeitet das Gehirn Finanzinformationen? Kommen wir auf diesen Chart von BioNTech zurück. Und das Interessante ist, und das weiß man, das ist angewandte Neurowissenschaft, Erwartungen an Kurse sind intensiver als Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Das heißt, wenn wir einen großen Teil dieses Charts mal wegblenden würden und weiß uns auf der linken Seite vor dem, ich nenne es mal Ausbruch, bewegen würden, dann ist die Erwartung, dass vielleicht Millionen von Menschen auf dieser Erde geimpft werden müssen, dass es dafür einen adäquaten Impfstoff gibt, wie eben diesen, den diese Firma herstellt, da ist eine Erwartung drin, die das Ganze im Prinzip katapultiert, so wie es auch gekommen ist. Das heißt, diese Erwartung an Kurse ist unwahrscheinlich wichtig, und ich muss meine Erwartungen überprüfen, wenn ich handle. Ein zweiter Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Gehirne nach, das ist alles angewandte Neurowissenschaft, dass Gehirne nach zwei Wiederholungen des gleichen Reizes automatisch und unbewusst, und das ist der Clou dabei, eine dritte Wiederholung erwarten. Zum Beispiel nehmen wir zwei grüne Kerzen. Eine dritte grüne Kerze ist in unserem Hirn quasi schon implementiert. Wenn man es jetzt auf der Candlestick-Ebene sehen würde, gibt es ja das Muster Three White Soldiers. Das würde an der Stelle tatsächlich dann auch Sinn machen, wenn das aufgehen würde. Aber wir sind da anfällig, weil wir ein Stück weit die Realität nicht mehr so ganz im Auge haben. Das ist wie wenn wir beim Roulette 10-mal hintereinander rot hatten.
dann sagen wir, schwarz muss kommen, muss es nicht. Und das sind eben Dinge, die wir bei diesen Sachen berücksichtigen sollten. Also zwei Dinge, die ich am Schluss auch nochmal kurz aufnehme, sieht man hier, die man bei so einem Chart auch berücksichtigen kann. Das emotionale System, es ist eine hochkomplexe Geschichte, die ich hier runtergebrochen habe auf einen Satz. Emotionen wirken auf die Gefühlsebene, die kognitive Ebene. Dazu zählt Wahrnehmung, Gedächtnis. Interessanterweise speichern wir Dinge auch nicht immer richtig ab. Und Erinnerung, Denken und Problemlösen und Bewerten. Also dieser ganze Komplex, und der fordert uns natürlich beim Traden, die motivationale Ebene, die physiologische Ebene und die expressive Ebene, also letztlich, wie ich mich ausdrücke und im Prinzip auch, wie ich handle. Eine hochkomplizierte oder hochkomplexe Geschichte. Insofern ist es auch wichtig, dass wir um uns herum nicht nur Bedenkenträger, sorgenvolle Leute haben, ängstliche Leute, deprimierte Leute, sondern wir brauchen ein Umfeld, wenn wir diesen letzten Punkt zur Kenntnis nehmen, der uns unterstützt bei unseren Vorhaben, der uns auch unterstützt bei unseren Trading-Vorhaben, der und die letztlich, ich sag mal, neutral, Minimum neutral uns zur Seite stehen. Denn beim Trading, das wissen wir, gibt es immer wieder Vorbehalte. Warum? Weil da eben auch viel mit Gefühlen zu tun hat. Und zwar nicht nur mit den Gefühlen desjenigen oder derjenigen, die tradet, sondern auch mit dem Umfeld. Hochkomplexe Geschichte mache ich vielleicht irgendwann mal ein ganzes Webinar zu, weil das ist schon eine Herausforderung für viele. Das Gedächtnissystem ist auch ein sehr, sehr spannendes. Und ein vollständiger Gedächtnisprozess besteht letztlich aus drei Teilprozessen. Also ist einerseits das Erlernen neuer Informationen und dann letztlich aber auch das Festigen neuer Informationen und dann im dritten Punkt den Gedächtnisabruf. Also was habe ich da überhaupt gespeichert? Diese Geschichte, die vor allem dieses Erlernen neuer Informationen, das basiert auf einer komplexen Kaskade, die hier zu weit führen würde, die ist molekularer, biochemischer, zellulärer, aber auch systemischer Veränderungen von Neuronen oder sogar Neuronengruppen begriffen. Also ein Teilmechanismus von Lernen ist diese aktivitätsabhängige synaptische Veränderung durch Langzeitpotenzierung. Und das ist ein relativ komplizierter Prozess. Wer darüber mehr wissen möchte, gebe ich gerne Auskunft. Also für uns reicht hier Erlernen neuer Informationen, durchaus komplexe Situationen, Festigen neuer Informationen passiert auch dadurch, dass ich es wiederhole, dass ich mich wiederhole, dass ich Situationen wiederhole. Und insofern kann es schon spannend sein, dass ich mir einen Chart oder sagen wir jeden Tag einen bestimmten Markt immer wieder anschaue, um dann auch für die Bewegung und die Rhythmik dieses Marktes ein Gefühl zu bekommen. Und dann muss natürlich auch noch funktionieren, dass ich das letztlich dann auch gut abrufe. Wir haben hier so etwas wie, ich sag mal, wenn wir leistungsbereite und optimistische Menschen besser verstehen wollen, dann spielen natürlich deren Erinnerungen, ihre Vergangenheit auch eine ganz entscheidende Rolle. Und deshalb sollten wir uns immer die Eigenschaften unseres Gedächtnissystems bewusst machen. Viele kennen das vielleicht, dass in unserem Gedächtnis nur Informationen mit reinen Wissensinhalten angelegt sind. Alle anderen Erlebnisse, also die nicht nur Wissen beinhalten, alle anderen Erlebnisse und Erfahrungen werden beim Neuanlegen quasi immer sofort emotional eingefärbt. Das heißt, letztlich verbinden wir was damit, ein Gefühl. Und dieser Logik der emotional bewerteten Einfärbung, also all unserer Erlebnisse, folgt konsequenterweise, dass unsere Erinnerungen an Ereignisse entscheiden, ob wir uns zukünftig davor fürchten, freuen oder motiviert oder vielleicht auch demotiviert sind. Das heißt, wenn ich auf einer Ebene einen Verlust zum Beispiel neutral bewerte, ohne ihn übermäßig einzufärben mit, oh, Angst, Panik, ich bringe mich noch um Haus und Hof, sondern sage, das gehört einfach zur Strategie dazu, sehr wohl mit angemessenem Risiko, dann habe ich eine ganz andere Voraussetzung geschaffen, als wenn ich das Ganze als ganz schlimm bewerte. Ich fasse es mal so zusammen. Verknüpfte Erfahrungen entstehen im Prinzip durch Synchronisation von diesen Inhalten des emotionalen Verhaltensgedächtnisses mit den neutralen Inhalten. Also Wissen wird letztlich mit dem emotionalen Verhaltensgedächtnis letztlich
tauscht sich das aus und dabei bekommen auch die Inhalte des Wissensgedächtnisses logischerweise eine emotionale Bedeutung und werden dadurch leichter abrufbar. Das heißt, wir kommen durch Gefühl an ein bestimmtes Wissen, das weiß man vom Lernen, aber auch durch Gefühl an vielleicht eine bestimmte Situation, die wir getradet haben, kommen wir eher an diesen Gedächtnisinhalt. Und das ist für unsere Fähigkeit zu lernen eine ganz entscheidende Erkenntnis. Das heißt, wenn wir etwas daran koppeln und vielleicht nicht nur ein Gefühl, vielleicht auch eine Farbe oder vielleicht einen Klang, dann kommen wir an dieser Stelle weiter. Eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich fasse das mal zusammen, was wir heute hier unter anderem gehört haben. Erwartungen an Kurse sind immer intensiver als Erfahrungen. Gehirne erwarten nach 2 Wiederholungen des gleichen Reizes automatisch und unbewusst eine 3. Wiederholung. Wir haben finanzielle Verluste, haben wir kennengelernt, führen zu biologischen Veränderungen, die physische Auswirkungen auf Gehirn und Körper haben. Wir haben an der 4 hier finanzielle Gewinne führen auf der anderen Seite aber auch zu neuronaler Aktivität, die aber dann zu eher Rauschzuständen führt. Und als 5. finanzielle Verluste werden interessanterweise in Regionen, in Hirnregionen verarbeitet, in denen auch Todesangst und Ekel entsteht. Das ist sehr spannend. Deswegen liegt es auch nahe, dass man durchaus, wenn man übertrieben hat, einen übertrieben hohen Verlust beispielsweise sich eingefangen hat, durchaus an derartige Gefühle kommen kann. Zu guter Letzt, was haben Sie heute erfahren? Neuronen sind überall beteiligt. Menschen sind Dopamin-Junkies. Das kann man natürlich unter anderem durch das Buch oder auch durch eigene Beobachtungen mal verfolgen. Erfolgreich entscheiden gelingt, indem Sie Fakten berücksichtigen und Erwartungswerte berechnen können. Dann kann man das Ganze nämlich besser einschätzen. Beim Bitcoin ist nicht alles golden, unter anderem Stichwort Volatilität oder eben Einfluss von Dritten. Und Neuromarketing unterwandert letztlich auch Ihre finanzielle Intelligenz, weil der Reiz möglicherweise so groß ist. Wir wollen dabei sein, das ist menschlich, wir übersehen etwas und wir haben reihenweise Informationen in allen möglichen Kanälen, ob es jetzt Social Media sind, ob es Portale sind oder ob es tatsächlich sogar das klassische Radio oder Fernsehen sind. Und Wahrnehmung ist abhängig von dem, was ich erwarte, aber auch in dem Kontext, in dem es mir geboten wird und letztlich von meiner Aufmerksamkeit darauf. In diesem Sinne, ich sage danke, freue mich, wenn alle, die heute dabei sind, auch beim nächsten Mal dabei sind, dann schauen wir uns nämlich die Ergebnisse an von den ökonomischen Spielen. Und Neuroökonomie ist nochmal ein Tick spannender als das, was wir heute über uns erfahren könnten. Ich bedanke mich und zurück zu dir, Holger. Ja, vielen Dank, Raimund. Ich bin selbst gespannt auf die Ergebnisse. Die werde ich dir natürlich ja im Vorfeld zukommen lassen. Auch sorry nochmal für den kleinen Fehler. Ansonsten, 20. Juli, schreiben Sie sich diesen Termin auf. Das ist nämlich der Termin, an dem Raimund wieder bei uns sein wird. So viel von meiner Seite. Vielen Dank. Nächste Woche haben wir hier Bastian Galuschka und Andreas Lipko von der Comdirect, der Charti und der Fundi. Da geht es dann wieder um Chartanalyse und Fundamentalanalyse im Duo. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dabei wären und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bis dann. Danke auch von mir, einen guten Abend und ja, alles Gute. Bis dann. Ciao, Raimund. Tschüss. Tschüss, Holger.